Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Clemens der Zimmermann. Ihr habt es gelesen in der Überschrift. Ein Zimmermann, 24 Stunden, mach was draus. Was hat es mit diesem Wohnwagen auf sich? Oder mit diesem ganzen Gerödel, was hier liegt? Kurz zu der Story an sich. Ich bin gestern Abend nach der Arbeit noch gute 330 Kilometer gefahren zu der Cousine von meiner Frau. Die hat hier vor, ich glaube fast 2-3 Jahren, hat die einfach mal einen See gekauft. Mit einem riesen Grundstück dran. Wir wollten eigentlich Familienurlaub machen und jetzt habe ich die liebe Ina, die werdet ihr nachher noch kennenlernen, angerufen und habe gesagt, Ina, wenn ich schon mal da bin, brauchst du irgendwas? Soll ich ein bisschen Werkzeug mitbringen? Soll ich hier irgendwas noch reparieren oder machen? Und sie hat gesagt, ja, bau mir eine Hütte. Da dachte ich, ja, gut. Klar, Kleinigkeit, machen wir mal eben nebenbei. Deswegen habe ich gesagt, okay, alles klar, ich fahre einen Tag früher vor meiner Frau und meiner Kleinen schon hierher. Bin gestern quasi nach der Arbeit, Donnerstagabend hier direkt hergebrummt. Heute ist Freitag früh und bin dann hier gestern Abend um 11:30, 12 aufgeschlagen. Nee, 10:30 war es, 10:30 aufgeschlagen. Bin mit Ihnen ja kurz durchgegangen, was ich denn alles Schönes zur Verfügung habe. Denn die Sache ist halt auch die, deswegen heißt es ja auch, mach was draus. Das wird so ein Low-Budget-Ding. Hier, dieses Holz habe ich zur Verfügung. Und dieses, ich nenne es einfach mal Fundament aus Hölzern. Da soll das Ding drauf. Ich zeige euch gleich ein kleines Bild, wie das Ding mal aussehen soll. Den Entwurf von der Ina. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mein ganzes Auto vollgeschmissen. Upp, mein Auto ist definitiv bis unter das Dach vollgerödelt. Mit gut Angelzeug auch noch. Hier wird auch noch mal ein bisschen geangelt zwischendrin. Aber ihr seht, da ist alles einmal zu. Das nächste Problem, was ich hier auch noch habe, ist, es gibt hier keinen Strom. Aber keine Angst, ich werde jetzt nicht mit der Handsäge arbeiten, denn ich habe meine große Ecoflow dabei. Die hatte ich jetzt schon ein paar Mal mit auf der Baustelle gehabt, wo wir einen Steg oder sowas an dem See gebaut haben. Wer mich da bei Instagram verfolgt, hat das vielleicht mal gesehen. Das heißt, durch die liebe Sonne kriege ich hier ordentlich Strom rein, um meine ganzen Akkus zu laden und halt um die Kappsäge zu betreiben. Ziehe mich erstmal um und dann zeige ich euch mal den Plan, den ich hier mitgemacht habe. So Leute, schaut mal, das ist der Plan, den ich von Ina bekommen habe. So soll das Ding aussehen. So haben wir 4 Meter, der untere Teil ist 1,60 Meter und dann soll es hier hinten nochmal so ein bisschen auskragen. Es soll so eine Art Outdoor-Küche geben und Bar, wo man so ein bisschen Utensilien reinpacken kann. Ich habe gestern Abend noch bis um 1 hier draußen mit der Kopflampe verbracht und habe mir die Hölzer rausgemessen, die ich zur Verfügung habe, um mir da irgendwie eine Konstruktion zu überlegen. Problem ist auch so ein bisschen, ich habe kein einziges Holz, was 4 Meter lang ist. Aber ich glaube, ich habe eine ganz coole Idee, wie ich das Ganze umsetzen kann. Ich habe hier noch ein paar alte Bierbänke zur Verfügung, ein bisschen alte Schalungsbretter. Hey, da krabbelt irgendwas unter meinen Bierbänken. Seht ihr das? Wer bist du? Irgendwie so ein Mäuschen und irgendwas da drin, glaube ich. Irgendwas krabbelt da drunter. Hallo? Mäuschen? Oh, jetzt läuft's da lang. Hihi. Das ist so ein Überraschungsmoment, Mann. Gucken, wer da jetzt ist. Achtung. Jetzt hüpft mich gleich irgendwas an. Da noch nicht. Ah, ein Mäuschen. War tatsächlich ein Mäuschen. Aber was hat es mit dem Wohnwagen noch auf sich? Da habe ich heute Nacht drin gepennt. Das ist Inas Wochenendschlafplatz, wenn die hier mal am See ist. Eigentlich war geplant, dass ich mein Zelt gestern Abend noch aufbaue, aber das war alles zu spät und hat Ina mir angeboten, dass ich einfach in dem Wohnwagen da pennen kann. Das war ganz gut. Muss ich hier nicht um mein Zelt irgendwo aufbauen bei Nacht und Nebel. Also, ich will keine Zeit verlieren. Ich gehe jetzt ran, richte mich hier mal eine kleine Werkstatt ein und dann geht's Vollgas los. So Leute, ich habe mich schon mal häuslich hier eingerichtet. Die Ecoflow ist am Brummen. Tipptopp. Wir kriegen aktuell 200, ich weiß nicht, ob man das erkennt. Ah, doch da. 200 Watt in etwa rein, 77%.
Ich habe heute auch schon ein bisschen was jetzt geschnitten mit der Kappsäge, zeige ich euch gleich. Ich muss sagen, Dina, die hat es echt geschafft, die hat alles. Die hat einen Traktor, die hat einen See. Viel mehr brauchen wir noch nicht im Leben, oder? Also ich zeige euch mal gerade, was ich jetzt hier vorbereitet habe und wie mein Plan in etwa aussieht. So, schaut mal her. Ich habe mir jetzt erstmal auf die Schnelle hier einen Kappsägetisch gebaut. Der muss nicht schön sein, aber funktionell. Kappsäge dazwischen, ein paar Europaletten, der ist jetzt relativ hoch, aber egal. Das Leben ist kein Wunschkonzert, gerade wenn man nichts zur Verfügung hat. Was habe ich am Werkzeug dabei? Kappsäge finde ich ultra wichtig, weil dann kann ich einfach nur einen Schnitt machen, winklig, braucht da nichts anzeichnen, es geht dann schnell. Ansonsten meine große Makita Handkreissäge, die hat 10 cm Schnitttiefe, das ist wunderbar. Kettensäge dabei, Makita Koffer, da waren meine ganzen Akkuschrauber drin, Radio wichtig, ohne Radio läuft nichts. Dann hier nochmal ein Eurotech Koffer mit meinen ganzen Handutensilien. Die Schlangenbohrer von Eurotech, ein bisschen Hammer, Akkus und so ein Gerödel. Da unten 2 Kisten mit Schrauben und ja, 2 Akkuschrauber. Das doppelte Ladegerät ist auch fleißig am Brummen. Oh, sind beide Akkus voll, kann ich gleich tauschen. Dann hier eine Akkuflex mit Fächerscheibe, damit kann ich das Holz ein bisschen sauber machen. Und nochmal eine kleine Handkreissäge. Was schon mal wirklich toll ist, das Holz sieht äußerlich echt furchtbar aus. Also wenn man hier jetzt guckt, ne? Also das ist zum Teil schon echt derb. Ich versuche das Beste rauszuschneiden, aber man muss echt sagen, tatsächlich sieht es auch nur äußerlich aus. So aus, das ist alles, ich glaube, das ist Douglas hier. Und schaut mal an, wie das innerlich aussieht. Tipptopp, das ist gerade hier aus ein bisschen angegangen. Also, das ist schon mal eine gute Nachricht. So, und jetzt mal hier zu meinem Plan, den ich gemacht habe. Ich habe jetzt hier schon mal die ersten 2 Pfosten gestellt. Der ist jetzt 2,30 Meter hoch. Der hat jetzt 1,93 Meter. Zum einen muss ich gucken, dass ich diese Konstruktion hinbekomme. Zum anderen muss ich gucken, dass das Holz, was ich zur Verfügung habe, überhaupt reicht. Das ist so ein bisschen tricky. Hier unten habe ich jetzt erstmal nur, um mir das Ganze mal auszustreben, bis ich nachher die fertige Konstruktion habe, einfach ein paar Latten hingespackst. Ich habe mir da hinten schon einen Haufen alte Bretter hingeschmissen. Da hinten auf den Haufen. So ist es für mich super einfach. Ich muss da nichts zuschneiden. Ich baller einfach kurz die Bretter ran, stelle das Ganze im Senkel und dann baue ich erstmal diese ganze Rohkonstruktion auf. Die ganze Dachkonstruktion wird auch ein bisschen speziell. Die werde ich aus Bierbänke bauen. Die Ina hat so einen Haufen alte Bierbänke da. Ich werde jetzt erstmal so auf beiden Seiten 3 Pfosten mir hinstellen, Querriegel reinmachen und die Sparrenkonstruktion, ihr werdet es einfach sehen. Das wird es besser sein. Bis ich euch das jetzt erklärt habe, da ist schon wieder der Tag rum und ich muss hier echt Gas geben. Also, ich mache mal weiter, ich stelle euch einen Zeitraffer auf mit der GoPro und dann drückt mir die Daumen und hoffe, dass das Wetter nicht so heiß wird. Irre. Leco mio, ist es heiß heute. Also, ich bin schon gut vorangekommen. Ich bin jetzt gleich dran ans Dach aufschlagen. Jetzt kann ich euch auch zeigen, was ich hier genau vorhab. Schaut mal da, weil ich schon gekommen bin. Und das Dach, wie schon angesprochen, sind einfach nur ein paar Bierbänkchen. Ich werde jetzt immer doppelt machen. Ich habe jetzt hier zwischendrin
seht ihr schon, mir schon eine Schnur gespannt für die Höhe. So brauche ich im Prinzip überhaupt nichts abbinden. Vorne an der Traufe ist das Ganze schön rund geschnitten, so wie die Bierbank halt schon ist. Da binde ich auch gar nichts weiter ab. Die bleiben genauso, wie sie sind. Ich bin froh, dass sie so lang sind, wie sie sind. Ich brauche nicht mal eine Kerbe oder sonst irgendwas schneiden. Ich habe mir jetzt eine Schnur gespannt und werde die seitlich einfach hier mit den Pfosten verschrauben. Dass ich jetzt die Länge rausbekomme und die Höhe, habe ich mir tatsächlich einfach jetzt eine Schnuroberkante gespannt und da vorne eine Schraube gemacht. Das heißt, ich markiere mir jetzt mein Maß X vor der Kante oben auf dieser Bierbank. Und dann habe ich die Länge und durch die Schnur die Höhe. Einfache, schnelle Konstruktion. Und wenn ihr mal guckt, was ich jetzt hier alles schon zugesägt habe, den ganzen Tag mit Kopfbändern, die ganzen Stützen, Balken ausgeklinkt, das mit der großen Kappsäge. Wir gehen jetzt mal hinter und gucken, was die Ecoflow sagt. Ich habe die angestöpselt bei 78% heute Morgen, glaube ich. Mal gucken, wie weit die jetzt ist. Schaut mal her hier. Oh, ich hoffe, man kann es erkennen. Wir sind bei 79%. Wir kommen, jetzt sind gerade Wolken vorgeschoben. Nur 78 Watt rein. Ich habe nicht mal 1% Akku verloren. Ich habe sogar einen dazu bekommen, obwohl ich den ganzen Tag mit der relativ großen Kappsäge arbeite. Die zieht richtig Saft. Also, ich gehe mal dran und schlage jetzt das Dach auf. Ina besorgt noch ein paar Latten. Das war das Einzige, was ich definitiv noch brauche. Das habe ich hier nirgendwo rausbekommen. Ja, und dann geht es weiter unten mit diesem Aushang noch, wo so eine kleine Theke drauf soll. Die Bierbänke habe ich schon mit der großen Makita-Kreissäge alle aufgetrennt. 5 Stück an der Zahl. Und dann gibt es immer pro Pfosten, der da steht, beidseitig einen so einen Sparren, nenne ich es jetzt einfach mal. Bierbank-Sparren. So Leute, ich bin langsam echt im Sack. Ich bin aber schon ein gutes Stück vorangekommen. Ich schaffe es heute jetzt sogar noch, das Dach drauf zu machen. Ich zeige euch mal gerade, was der Zwischenstand ist von der ganzen Bude mit den Bierbanksparren. Das ist heute mein Lieblingswort. Schaut euch mal an. Schaut mal an, wie cool das schon langsam geworden ist. Für das, dass ich nichts zur Verfügung hatte, hier ist schon die Theke drin, ist es doch ziemlich cool geworden. Ina hat hier so ein paar Trapezbleche rumfahren gehabt. Die habe ich jetzt gerade noch halbiert. Die gehen gerade so aus, dass ich vorne, hier unten an der Traufseite, 7 cm drüber stehen kann. Mehr ging da leider nicht raus. Und in der Gesamtbreite fehlt mir hinten ein kleines Stück. Da muss ich noch mal was ergänzen. Ein Stück Tafel habe ich. Das muss ich dann irgendwie halbieren. Das habe ich so noch nie versucht, aber ich glaube, das sollte gehen. Ja, ich habe jetzt hier vorne schon abgeschnitten, hier kann ich maximal 20 cm Dachüberstand machen. Hinten den Dachüberstand wird vielleicht nochmal so auf 15, 20 cm vielleicht hinauslaufen. Mal gucken. Ich will auf jeden Fall heute noch das Dach drauf bekommen und im besten Fall hier vorne noch die zweite Ablage aus Bierbänken. Und dann ist mal Sabbat, ich bin echt fix und alle. Puh, also weitermachen. Thank you.
Es ist verbracht, die ersten 12 Stunden sind so ziemlich um. Ich bin heute Morgen um 7 aufgestanden, habe hier angefangen zu rödeln. Das heißt, wir bleiben letztendlich noch mal 12 Stunden, um hier weiter voranzukommen. Und jetzt schaut mal an, für den ersten Tag ist doch hier schon schön was passiert, oder? Das ist die Ina. Wo ist sie? Wink mal, Ina. So, jetzt schaut mal her. Blechdach ist drauf, die Ablagen sind drauf. Ablage hier. Hier hinten habe ich auch noch eine gebastelt. Die soll irgendwann mal ein kleines Waschbecken eventuell hin. Das wusste ich noch nicht. Und hier bauen wir morgen so altertümliche Fenster ein, dass man hier den schönen Blick auf den See hat. Das war richtig cool. Ich bin tierisch im Sack. Jetzt springe ich, glaube ich, erstmal kurz zum See, räume hier das ganze Werkzeug zusammen und dann muss ich noch ein Zelt aufbauen und meine Liege reinschmeißen. Meine Frau und meine Kleine kommen nachher und die wollen ein Dach über dem Kopf haben. Und Inas Dach habe ich jetzt schon über den Kopf gebaut. Tschick. So Leute, wir haben Sonntag, Abreisetag. Ich wollte euch, bevor ich euch das fertige Werk von der Hütte zeige, zeige ich euch erstmal den Strom. Ich bin mit 78% hergekommen. Jetzt schaut mal, was wir am Ende des Tages noch hier übrig haben von der Ecoflow. Wir haben heute noch viel gesägt. Hier, seht ihr es? Wow, wir sind bei 90%. Wow, also ich muss schon sagen, das mit der großen Ecoflow, das war schon eine coole Aktion. Wenn ich überlege, wie viel ich hier gesägt und Akkus geladen habe, wir haben ja zwischendurch auch andere Sachen da dran geschlossen. Ich habe jetzt noch mehr Strom als vorher. Klar, die Sonne muss mitspielen, ohne Sonne kein Strom. Aber es ist alles geiler als ein Stromaggregat, was hier den ganzen Tag am See rumbrummt. Und mit der lieben Sonne einfach hier eine kleine Hütte gebaut. Und die zeige ich euch jetzt gleich. Die ist richtig cool geworden. Und ja, Projekt 24 Stunden, mach was draus, hat sich auf jeden Fall rentiert. 24 Stunden sind rum. Ich muss dazu sagen, Samstag habe ich nicht wirklich viel geschafft. Das Richtfest Freitagabend war ein bisschen stramm, so war der Samstag, ging erst relativ spät los und ich konnte mich nicht so wirklich motivieren, was zu machen. Ich habe am Samstag vielleicht noch mal 2-3 Stunden hier was gemacht.
ein paar Kopfbänder rein, damit das Ganze richtig stabil ist. Heute habe ich nochmal den Tag, den Sonntag genutzt, um hier die Verkleidung dran zu machen. Da unten die Verkleidung, die hatte ich gestern schon zugeschnitten. Und ansonsten ist jetzt erstmal das Projekt abgeschlossen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen. Der Fred hat mir gestern noch geholfen, hinten die Verkleidung dran zu machen. Und dass wir es überhaupt hinbekommen mit diesem bisschen Holz, was wir hier rumfahren hatten. Ich hatte hier noch ein paar alte Bretter rum, die waren jetzt ein bisschen schlecht gelagert. Ihr seht, die sind schon so ein bisschen angegammelt. Aber innen drin seht ihr jetzt gleich, die haben wir mit der Drahtbürste ein bisschen bearbeitet. Und von der Substanz her sind die super. Innen drin, wenn man die abschneidet, da gibt es nichts. Die Bretter sind in der Top-Substanz noch. Das wird jetzt draußen nochmal geputzt, dann kann man das ein bisschen streichen und dann haben wir wirklich hier ein tolles Ergebnis aus im Prinzip nichts. So, gehen wir mal rein und schauen die schöne Outdoor-Küche mal an. Also, jetzt könnt ihr in den Kommentaren hauen, was ihr meint, wie das ganze Teil geworden ist. Wir fanden es super gemütlich, wir haben heute noch so ein paar alte Fenster hier eingesetzt, die ich da rumfahren hatte. Hier noch so ein altes Griffchen dran, da kann man nachher später dann vielleicht mal irgendwie ein Handtuch reinhalten. Ich werde demnächst mal für ein paar Tage hierher kommen und dann auch so ein bisschen alles schick Roberto machen. Hier noch ein kleines Waschbecken einsetzen und hier sollen noch ein paar Regale ran und dann die letzte Wand hier noch verschalen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, mir hat ja zum Schluss auch echt die Muße ein bisschen gefehlt, jetzt hier noch mal einen ganzen Tag Vollgas zu geben. Irgendwie sollte er noch ein bisschen Zeit mit der Familie hier verbringen. Also in diesem Sinne, ich bin raus. Jetzt fleißig die Kommentare füllen, was ihr von diesem Projekt haltet und von der fertigen Outdoor-Küche. Rundum, Ina, bist du glücklich? Die steht in der Kamera. Super geworden. Super geworden, oder? Ja, tipptopp. Alles gut abgecycelt hier. Aber sowas von. Also, wir hauen euch noch ein paar kleine Schwenks rein hier von den Highlights und ansonsten bin ich raus. Bis dahin, macht's gut, Leute. Euer Clemens Zimmermann. Ciao.